Okay, was geht ab? Ihr seid auf redjam.com und wir sind hier in Mannheim, Filmfabrik, der Videodreh von Banjo und Jones. Und zwar, wie heißt das Video? Vögel, Vögel, überall Vögel, yeah. Alles klar, und ja, stellt euch trotzdem nochmal kurz vor, man kennt euch zwar, aber stellt euch trotzdem. Ich bin Oli Banjo. Mein Name ist Jones, man. A.k.a. S. Jackson. Johnny Rambo. Alles klar. Was wir zuerst von euch wissen wollen, und zwar hattet ihr jetzt ziemlich viel zu tun letztes Jahr. Also einfach nur mal einen kurzen Rückblick. Jones hatte einige Sachen hier weg vom Boss und dann Labelgründung. Erzähl mal ein bisschen. Also wie jeder weiß, ich mich ja also vom Boss getrennt. Dann habe ich mein eigenes Label gegründet, Echte Musik. Habe meine eigene Platte released, Echte Musik. Und habe, also mache jetzt die ganzen Jungs, die um mich herum sind, von denen ich viel halte, klar, zum Beispiel Blazer, ein Album habe ich gemacht, Yassirs Album ist raus und Chris ist jetzt auch mit mir unterwegs, der auch live mit mir schon seit Jahren unterwegs ist auf jeden Fall, kommt auch demnächst mit Mixtape und Street Album, um langsam reinzukommen auf jeden Fall, sein erstes Release und ja, war ein sehr gutes Jahr eigentlich, hat gut angefangen, gut geendet und das nächste Jahr 09 geht gut weiter, Oli Banjo Jones, mal viel Freude für eine Album, ja, ich will dieses. Und wie würdest du den Label-Boss Jonesman beschreiben? Sehr verantwortungsvoll, fokussiert und sehr gut. Sparring 3, direkt danach auf Tour und dann warst du nochmal auf Tour gewesen mit FA und Favorite. Erzähl mal dein Jahr 2008. Sehr schön. Mixtape rausgebracht, Sparring 3. Auch unter anderem mit ihm hier, wie immer, yeah. In langer Tradition, sag ich mal. Features hier, Features da. Und Tour war auch super mit FA und Favorite, zwei auch sehr coole Typen, die ich auch sehr schätzen gelernt habe auf Tour, die auch super sympathisch sind, sehr talentiert sind. Spaß gemacht, 4 Wochen oder 3 oder 5 oder 8 Wochen mit dem Nightliner unterwegs gewesen durch ganz Deutschland und Rap'n'Roll, sag ich mal. Rap'n'Roll, nee, ist auf jeden Fall super. Ich freue mich aufs neue Jahr. Okay, hattest du schon vorher mit den Jungs zu tun oder wie kam der Kontakt zustande? Mit FA hatte ich schon ein bisschen zu tun, mit dem hatte ich schon den einen oder anderen Track gemacht, aber mit Favorite bisher noch gar nicht. Nur kurz kennengelernt auf jeden Fall. Und, aber das sind alle so super Jungs, dass man sich da auch relativ schnell auch auf kleinstem Raum halt gut versteht, so das passt schon alles. Also wie gesagt, 2008 war schon super. Jetzt kommt bald euer gemeinsames Collabo-Album raus, aber ihr habt ja schon, wie man gesehen hat, ihr habt schon sehr lange miteinander zu tun, musikalisch. Erzählt mal so ein bisschen euren gemeinsamen Weg, privat, aber auch musikalisch jetzt so. Wir haben uns getroffen, glaube ich, das erste Mal bei Roy McKee, ne? Bei Roy McKee vor zig Jahren haben wir uns kennengelernt. Bei Roy McKee haben wir die Platte gemacht, der hieß. Grüße an Roy McKee auch. Roy McKee. Wo bist du? Ich weiß gar nicht. Ist untergetaucht. Chi-Chi-Lehrer, glaube ich. Tai-Chi-Lehrer. Tai-Chi-Lehrer. Voll. Haben wir einen geilen Track für sein Album gemacht. Und der hieß, hier ist der Abriss, hieß der, genau. Ja. Und so haben wir uns kennengelernt, Feature für Feature gemacht, haben uns gut verstanden am Anfang an. Wir sind auch mal mit dem Zug irgendwo hingefahren, was war genau, das? Sind wir nach Berlin gefahren, genau, wir sind zum MOR gefahren. Jack Orson. Jack Orson, genau. Alles klar. Wir sind nach Berlin gefahren, irgendwie da. Grüße an Nico, ne? Voll, Grüße auf jeden Fall. Und ja, zusammen geflasht, viele Features gemacht, jeder kennt die bestimmt hier und da, da und hier, bei mir auf seinen Release, auf meinen Release. Und war immer cool zusammenarbeiten auf jeden Fall und jetzt ist die Platte da. Und seit wann gibt es die Idee von euch, jetzt das Collabo-Album zu machen? Die gibt es schon seit 5 Jahren, glaube ich, oder? Sehr lang. Ja, die gibt's schon echt lang. Vor allem, es war ja auch gar nicht erstmal unsere Idee, sondern genau. So viele Leute sind auf uns zugekommen und haben halt gemeint, irgendwie, ey, mach doch mal eine Platte zusammen, mach doch mal eine Platte. Nee, also die ganze Zeit jedem Interview. So, ja. Und ich meine, wenn jetzt keiner von diesen Leuten theoretisch losgehen würde und die Platte kaufen würde, wäre ich so übel abgefuckt. Ey, sehr enttäuscht. Wenn die Platte nicht Charts geht oder sowas, wäre ich richtig abgeturnt, weil da würde ich auch schauen, nie wieder was machen, was irgendwelche Leute zu mir sagen, was ich machen soll. Sowas. Deswegen geht besser und kauft die Platte. Wenn ihr uns, genau. Wenn ihr uns dazu Druck gebracht habt, ne? Dann erinnert euch dran und geht am besten am 27.02. in den Laden und kauft 1, 2, 3 Dinge. Weil wenn so viele Leute dann kaufen würden, wie uns angesprochen haben, genau. Muss auf jeden Fall Gold gehen. Auf jeden Fall, da muss Gold gehen. Weil es waren auf jeden Fall über 100.000 Leute. Also ihr mögt euch eigentlich gar nicht, das macht ihr jetzt nur wegen den Fans. Das machen wir nur wegen den Fans. und ja, auf jeden Fall. Lila Lappen. Ja, aber wieso ausgerechnet jetzt, wenn es schon 5 Jahre die Idee da ist, wieso ausgerechnet jetzt ist es so, weil
einerseits, okay, ihr hattet jetzt ein sehr, sehr, sag ich mal, produktives Jahr 2008. Oder ist es jetzt einfach wegen der Plattform vielleicht, weil Jones jetzt sein Label hat? Oder wieso ausgerechnet jetzt? Erstmal, weil, wie gesagt, jeder hatte immer seine Sachen zu tun. Wir haben uns immer getroffen und gesagt, ey, es wäre cool, die Platte zu machen, wäre cool, die Platte zu machen. Und dann hat er wieder seine Projekte, ich habe meine Projekte gehabt. Weißt du, jeder hat seinen eigenen Film, den er fahren muss, auf jeden Fall, und erledigen muss. Und so ist die Zeit erstmal ins Land gegangen. Man hat dann angefangen, hier und da immer mal einen Track zu machen, hin und her zu schicken. Und dann irgendwann, wann war es jetzt? Ende 2008? Ja, ja. Mitte, Ende 2008 haben wir uns nochmal getroffen hier. Vielleicht machen wir das jetzt, dies, das. Also, weil Headrush war ja auch vorher schon da. Also, am Ende haben wir uns einfach getroffen und gesagt, ey, komm, lass das Ding jetzt machen, es ist Zeit, die Leute haben Bock, wir flashen und hatten nochmal, was weiß ich, zig Features mehr. Wir sagten, komm, lass jetzt die Platte machen. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben die Platte gemacht und haben uns dann entschlossen, dass sie über echte Musik kommt. Es war für die Jungs cool, dass sie über mein Label kommt. Für mich war es auch cool. Wir freuen uns auf jeden Fall, die Platte über mein Label zu releasen. Aber ich bin sehr glücklich auf jeden Fall. Und ja, dann ist es gekommen und jetzt entstanden. Wir sind auf jeden Fall glücklich. Okay. Vier Fäuste für ein Halleluja, so heißt die Platte. Wie kam es zu dem Namen? Also es basiert ja jetzt auf einem Film von Bud Spencer und Terence Hill. Das war meine Idee, glaube ich, ne? Das war deine Idee. Ich glaube schon. Wir haben halt überlegt, es standen einige Titel im Raum, unter anderem, was hast du gehabt? Was habe ich als erstes mir eingefallen? Ende Gelände. Ende Gelände. Hatte ich für die Platte, ich hatte so, was hatte was ich? Was hast du noch? Ich hatte Ende und Arm. Ende und Arm war voll. Und es war halt alles so ein bisschen lauwarm. Und dann habe ich überlegt, okay, so Tag Team mäßig, Miami Vice hört sich zu rosa an. Voll, Miami Vice. Dann sagen wir viel Fäuste für ein Halleluja. Hat er dann die Idee gehabt. Und dann war ja noch so die Show, wir haben immer noch über den Titel überlegt. Irgendwann ein, zwei, drei Tage später habe ich daheim so Fernsehen geguckt und dann lief auf einmal der Film. Und dann habe ich ihn gleich angerufen und gesagt, ey, boah, der Film läuft gerade. Und es war dann so, okay, das ist es vielleicht. So. Zufall, keine Ahnung. Hab ich den Film reingefahren und dann waren wir beide mit dem Titel gut. Ich fand den Titel eh geil. Am Anfang schon und dann haben wir gedacht, lass die Platte so nennen. Ist cool auf jeden Fall. Okay. Wer ist wer bei euch? Wer ist Bud Spencer? Wer ist Terence Hill? Ich bin Terence Hill. Aber ich sehe nicht so aus, oder? Ich sehe auch nicht aus wie Bud Spencer. Nein. Aber es ist alles cool. Musste da eigentlich was Rechtliches geklärt werden, weil ihr den Titel genommen habt? Oder? Ich glaube, da sind wir sogar noch dran. Aber ich hoffe, das geht gut, weil, keine Ahnung. Wenn die sich melden, kriegen die aufs Maul Bud Spencer und Terence. Genau, wenn sie sich melden und was wollen, sollen die ankommen, dann kennen wir das. Dann nennen wir sie halt, sie nannten sie Mücke. Ja, okay. Okay, und dann zur Platte an sich, wie viele Tracks gibt es? Gibt es Features? Also es gibt auf jeden Fall 16 Tracks, oder? Bestimmt 16. 16 gibt es bestimmt am Ende auf jeden Fall. Und keine Features. Wir featuren uns beide gegenseitig die ganze Zeit. Also absichtlich keine Features. Ja, brauchen wir nicht. Die Platte ist auch mit Jonesmann und Oli Banjo. Oli Banjo und Jonesmann, geil genug auf jeden Fall. Und wer produziert drauf? Roberti, Benny Blanco, yeah. Steve, Frequency hat ein Ding, boah, den hab ich vorhin vergessen, krass, yeah. Sorry, Frequency, du bist der Man, du bist auch drauf. Frequency, Steve, hab ich schon gesagt, hast du gesagt? Lex Barkey. Wollte ich gerade sagen, hast du einen Produzenten? Vor Lex Barkey, es tut mir so leid, Lex Barkey hat auch ein, zwei gute Dinge gemacht auf jeden Fall. Also das sind ein paar schöne Beats zusammen. Was erwartet die Hörer inhaltlich oder musikalisch vom Sound? Action, Spaß, Battle Rap, aber auch tiefe Geschichten. Auch tiefe, gute Geschichten aus unserem Herzen. Das kommt direkt aus dem Herz von den Inneren. Ich meine, es ist halt so, dass man sich, wenn man zusammen Mucke macht, halt schon so einen kleinen gemeinsamen Nenner sucht. Also es sind jetzt nicht die typischen Oli Banjo-Stories drauf und umgekehrt. Ich sag immer, es ist keine Banjo-Platte und keine Jones-Platte. Banjo und Jones-Platte.